Hallo Freunde, weiter geht's mit Rift. Wir sind dabei, die Quest abzugeben, die wir in der letzten Folge abgeschlossen haben. Das machen wir und in eurer Abwesenheit habe ich mal wieder mein Bankfach geordnet. Schaut mal rein, wie schön ich das gemacht habe. Wir haben hier auch noch zwei Quests, habe ich gesehen. Die Direktive von Cyril Kalima und Jarmoks Knochenliste. Das könnten wir auch mal machen bei Gelegenheit. Ist vielleicht ganz interessant. So, aber jetzt geben wir erstmal die Quest ab hier. Gibt uns wieder ein paar Erfahrungspunkte, die brauchen wir nämlich, wenn wir Quantum updaten wollen. Beziehungsweise es gibt dann wahrscheinlich einen komplett neuen Quantum. Es wird nicht mehr der alte sein. Aber der hier ist etwas schwächlich geworden, der kann uns nicht mehr richtig helfen. Und er bringt auch nicht mehr viel. Das ging jetzt zum Schluss doch relativ schnell. Aber gut, alles hat mal ein Ende. Nur die Wurst nicht oder so ähnlich. So, wir können was auswählen. Hier, die Berghest-Fellhandschuhe. Die sind natürlich wieder schlechter wie die, was wir schon haben. Folgt eurem Instinkt und schlagt zu. Ja, werden wir tun. Gut, so, und der hat nur Erfahrungspunkte, aber der hat eine neue Quest. Und zwar möchte er, dass ihr die Opferaltäre zerstört, die von den Satyren im Zwielichtstand südwestlich von Dreienquell benutzt werden. Okay. So, der hat auch eine neue Quest. Seid ihr bereit? So, was möchte er? Er möchte, dass wir den Satyren-Anführer Drecht im Zwielichtstand südwestlich von Dreienquell folgendes abnehmen. Einen infernalischer Transmitter. Und dafür gibt es Berggamaschen, die natürlich auch wieder schlechter sind wie die, was wir schon anhaben. Das ist doch schade. Naja, gut, so ist es halt. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei neue Quests bekommen. Ich werde erstmal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Ach, wieder darunter. Ja, okay. Zerstört die Opferaltäre und sichert den infernalischen Transmitter. Gut, dann machen wir das heute mal. Ich meine, es ist ja nicht so, dass mir die Gegend hier gefällt, aber ihr wisst, ich liebe die Abwechslung. Ich brauche mal wieder was Neues. Ich habe das so beim letzten Ort ungefähr 20 Mal oder so gesagt. Jetzt sind wir endlich hierher gekommen. Ich will mich jetzt mal zufrieden geben. Ich will jetzt nicht rummeckern, dass der Ort immer der gleiche ist. Und ich laufe da jetzt einfach mal ganz gemütlich zu Fuß hin. Einfach mal, um mir diese wunderschöne Gegend zu betrachten hier. Das ist doch richtig schön. So. Wir sind auch gleich da. Wen haben wir da? Ein Gesandter von Gorvat. So, müssen wir mal schauen jetzt, was wir hier brauchen. Da vorne gibt es noch eine Quest, ne? Komm, da gehen wir mal hin. Da werden wir uns die Quest natürlich auch noch schnappen. Erstmal geht's hier los. Quantum geht. Renn los. Ich meine, der bringt eh nichts, aber ist egal. So, der greift uns jetzt direkt an hier. Quantum ist wieder umgefallen. Ja, es wird Zeit für ein Level-Up. Wir haben ja bald eins. So, hallo? Leinenstoff, dankeschön. Jetzt haben wir hier eine Quest. Was gibt es hier Schönes? Richtet die Gesandten Gorvats hin, die Delia in Zwielichtstand ermordet haben. Dann sucht Doris Ferdinand in Dreienquell und berichtet ihr vom Schicksal ihrer Schwester. Okay, jetzt müssen wir einfach wieder 12 Stück umhauen. Sehr einfallsreich. Aber okay, das können wir dann auf dem Weg hierhin sowieso machen. Denn irgendwas brauchen wir ja. Warte mal. Da, das ist der Opferaltar. Davon brauchen wir 6 Stück. Und da steht immer diese Gesandten davor, die wir jetzt für die andere Quest auch brauchen. Das ist doch wieder mal ausgezeichnet, Leute. So muss es sein. So, und ich lasse jetzt den Quantum mal weg. Denn der bringt leider nicht mehr viel. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber es ist halt so. So, einen von 12. Aber mir kommt es vor allen Dingen auf diese Opferaltare an. Denn ihr seht es hier unten, noch 30% etwa zum nächsten Level. In dieser Folge werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber in der nächsten ist es schon relativ wahrscheinlich. So, ich fange immer an mit diesem Zunderstoß. Und der macht richtig viel Schaden. Der braucht nur lange zum Casten. Aber ihr seht, die haben mir eigentlich gar nicht viel entgegenzusetzen, die Jungs hier. Obwohl sie im Level genauso hoch sind wie ich. So, 2 Stück von 6 haben wir schon. Und da vorne sehe ich auch den nächsten.
aber ich werde schon wieder ein klein wenig umzingelt. Wir nehmen jetzt erstmal den hier. So. Wann kommt der Finishing Move? Jetzt kommt er hoffentlich. Das war's. So, wieder alles mitnehmen. Da steht ja noch einer. Okay, wir nehmen wieder den Zunderstoß. Mit dem sollte es dann etwas schneller gehen. Ja, die haben alle nichts drauf hier, die Jungs. So, nächster Opferaltar. So, und die Sichtweite von denen ist auch nicht besonders hoch, wie ich gerade sehe. Aber ist egal, wir nehmen den mal jetzt hier. Warte noch kurz. Dann ist der Zunderstoß wieder bereit. Jetzt, sehr schön. So, 5 von 12. 5 von 12. Ups, jetzt wäre Spanier schon wieder zum Altar gerannt, dabei steht da noch einer. So, den mache ich jetzt wieder auf die altbewährte Methode kalt, weil der Zunderstoß noch nicht bereit ist. Und wie ich gerade sehe, könnten wir uns auch mal wieder buffen, ne? Die sind nämlich abgelaufen. Ab geht's. So, sehr schön. So, noch zwei Stück. Da vorne ist der nächste. Auch der wird natürlich wieder bewacht. Ich mache aber erstmal den hier. Der kommt dann wahrscheinlich sowieso angerannt. Und machen wir direkt den nächsten. So, der ist erledigt. Ja, und wenn alles klappt übrigens, ist das die letzte Folge mit diesem Headset. Hatte ich mir eigentlich neu gekauft. Es war wieder eine geniale Mistidee von mir, ein Sennheiser PC 360, welches ich eigentlich sehr gut finde. Es hat nur einen Schwachpunkt und das ist das Mikrofon. Ist natürlich für einen Let's Player tödlich. Das Problem ist halt, es hat so eine eingebaute Rauschunterdrückung. Da hört ihr das jetzt ein bisschen weniger Rauschen im Hintergrund. Hier bei Rift rauscht es übrigens normalerweise. Das liegt aber nicht an meinem Headset, sondern daran, dass mein Lüfter bei Rift so hoch dreht vom Computer. Und das hört ihr dann natürlich bei der Aufnahme. Aber mit diesem Headset solltet ihr es weniger hören. Leider leidet dadurch auch meine Stimme und deswegen will ich das nicht. Ich habe mir jetzt das Beyerdynamic 300 bestellt. Und ich glaube, dass man viel bessere Headsets gar nicht bekommen kann. Man müsste dann wirklich zu einem richtigen Studio-Mikrofon greifen oder so. Aber das hätte mich im Endeffekt noch mehr gekostet, weil das Beyerdynamic 300, also MMX 300 heißt es normalerweise, das kostet ziemlich genau 300 Euro. Aber wenn ich mir jetzt ein Mikrofon hole, also so eins, wie ich mir vorstelle, keinen USB-Blödsinn oder sowas, dann würde ich dafür locker 400 bis 500 Euro hinlegen. Und dann dachte ich mir, ich verzichte auf das Mikrofon, ich möchte die Flexibilität eines Headsets und das ist so ziemlich das Beste, was der Let's Player bekommen kann. Zumindest halt in Richtung Headset, weil ein Studio-Mikrofon ist natürlich trotzdem besser, aber eben auch teurer und vor allen Dingen auch umständlicher. Dann wäre ja der ganze Tisch voll gestellt mit meinem Mikro und die sind ja nicht gerade klein, die Dinger und so weiter. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Müsste morgen kommen. Und das heißt, ihr wisst ja selber, Rift kommt in der Regel nur einmal pro Woche. Das heißt, bei der nächsten Rift-Folge sollte ich dann schon mit dem neuen Mikrofon unterwegs sein. Ich bin gespannt, wie es im Endeffekt klingen wird. So, warte mal. Jetzt habe ich so viel Mist geredet. Naja, kein Mist, sondern offscreen. Dass ich mal schauen muss. So, okay, wir haben das erledigt, ne? Aber wir brauchen noch zwei von diesen Gesandten von Gorvard. Okay, dann gehen wir schon mal in die Richtung hier und versuchen auf dem Weg noch zwei Gesandte zu schnappen. Da vorne steht nämlich noch einer, ne? Genau. So, in Reichweite und los geht's.
Okay, einer noch. Das er, da ist er. Mein Zunderstoß ist leider noch nicht bereit. Wir müssen ihn auf die normale Weise töten. Was habe ich denn hier überhaupt noch? Entwaffnet das Ziel für 5 Sekunden. Ja, es gibt noch viel mehr Zaubersprüche. Ich benutze die gar nicht. Aber es ist halt immer so, der Mensch sucht sich halt immer den leichtesten Weg. Und da das ohne diese Zaubersprüche auch klappt, vernachlässige ich die meistens. So ist es eben. Gut, wir müssen da vorne hin. Da ist irgendwas. Da ist ein Baum, der sieht ein bisschen anders aus. So, wenn ich denn da vorbeikomme. Denn die laufen wieder hier, da kommst du wieder nicht vorbei. Aber okay. Wir müssen uns da den Weg freiräumen. Wir machen den Weg für sie frei. Das war doch auch irgendwann irgendeine Werbung, ne? War das nicht Aral oder so? Ich habe keine Ahnung. Oder Raiffeisenbanken. Ich glaube Raiffeisenbanken, keine Ahnung. Ist auch egal. So. Komm, wir gehen weiter. Denn da vorne müssen wir garantiert hin, da ist es. So, der steht im Weg rum. Dann werden wir den nochmal erledigen. Zunderstoß ist wie immer noch nicht bereit. So. So, komm, den erledigen wir jetzt auch mal. Was ist denn das hier? Greift mich da noch jemand an oder was? Nee, das ist noch so ein Buff, so ein gegnerischer Buff, der noch wirkt. Nee, den lassen wir den mal leben. Wir erledigen lieber den hier. Ah, wir müssen aufpassen, ey. Die sind nämlich ringsrum. So, den mache ich jetzt erstmal weg hier. Okay, die kommen zu zweit angerannt. Das war wieder ganz toll. Ich werde gerade von einem Spieler angeschrieben namens Tahed. Lest ihr euch gleich vor. Wenn ihr es nicht eh schon gelesen habt, je nachdem, in was für einer Auflösung ihr das schaut, könnt ihr es lesen oder seht nur verschwommene Grafik. So, der ist erledigt. Hi Kryo, find deine Let's Play super, mach weiter so, bis bald. Nee, ich muss erstmal Hi schreiben, ne? Hi, vielen Dank. So, müssen aber direkt weitermachen. Dahin müssen wir nämlich. Wenn wir den mal erledigen. 37 ist der, scheiße, hab ich gar nicht drauf geachtet. Verdammt. Aber das ist egal, auch der wird sterben. Und sogar relativ schnell, wie ich das sehe. Tja, der hat nichts drauf, der Kollege. Wir haben den Transmitter. Was gibt's hier noch Schönes? Nichts mehr, ne? Sieht aber lecker aus hier. Und die haben echt... Die sind scheinbar hier... die haben Probleme. Ich wollte jetzt sagen, kurzsichtig oder weitsichtig, weiß ich nicht genau. Aber die haben scheinbar Probleme mit dem Sehen, ne? Die stehen direkt vor uns und sehen uns nicht. So, aber wir können wieder zurückgehen. Nur auf dem Rückweg werde ich dann doch wieder meinen Kriegstiger beanspruchen. So, einmal schön hier durch. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir nochmal in den Wald geschickt werden oder ob es diesmal woanders hingeht. Wir werden das sehen. Aber es sieht geil aus, ne? Das ist schon fett hier. Freund oder Feind? Freund. So. Ich schaue mal auf die Karte. Während wir hier reiten, da gibt es nämlich 1, 2... Weil wir müssen ja 3 Quests abgeben, ne? Wir haben ja diese eine Quest eben gerade bekommen. Hier bei diesem Kerl, dieser, der da auf dem Opferaltar lag. Und ich weiß nicht genau, wo wir das abgeben müssen. Ich glaube aber auch hier. In Dreienquell stand da, wenn ich mich recht erinnere. Hier sind schon mal 2 zum Abgeben. Das sind die beiden, die wir angenommen haben. Ich steige mal hier von meinem Kriegstiger ab. Talwa. Gut, dass so. Ihr da seid. Die Götter erretten euch. Seid ihr bereit? Der hat was für uns. Und zwar diese Berggamaschen, die leider schlechter sind, wie die, was wir schon anhaben. Und der hat was Neues für uns. Hartikan möchte, dass ihr den infernalischen Sender auf Barals Amboss östlich von Dreienquell zerschmettert. Hoho. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Das hört sich hart an. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Oh yes. Ich gebe jetzt aber erstmal noch die andere Quest ab. Die ist nämlich hier. Da. Wir sollen der guten Dame berichten, was mit ihrem Freund oder ihrer Freundin passiert ist. Ja. Meine Schwester ist
Tod? Oh nein, ich hatte es geahnt. Aber ich habe nicht akzeptieren können, sie niemals wiederzusehen, aber ich danke euch, dass ihr sie gerächt habt. Ich werde lange um sie trauern, aber auch Trost darin finden, dass ihre Mörder auf gleiche Weise bestraft wurden. So, ja, gab immerhin ein paar Erfahrungspunkte, aber sonst nicht viel mehr. Uns fehlen noch roundabout 15% bis zum nächsten Level. Vielleicht kriegen wir die ja jetzt, wenn wir diesen Amboss zerschmettern. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaub's nicht, denn leider ist diese Questbelohnung, also die Erfahrungspunkte, die wir beim Erfüllen einer Quest bekommen, nicht ganz so hoch hier bei Rift. Nehmen wir mal gucken, wo wir da überhaupt hin müssen. Wir müssen mal weiter runter, ne? Da waren wir ja noch gar nicht. Ei, was gibt's denn hier Schönes? Guck mal hier, guck mal an, du. Wieso kommt jetzt die Musik? Wir zerschmettern den Amboss. Ah! Das ist aber schick hier, ne? Falsch, recht. Oh, ich verstehe, was gerade passiert ist. Ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr euch beim Zwielichtstand eingemischt habt. Unverschämter Welpe. Mondschatten ist mein. Mondschatten ist nicht dein, mein Freund. Wir gehen wieder zurück. Ich wollte euch auch noch was erzählen. Ich habe während wir jetzt wieder zurückgehen, wir müssen ja die Quest jetzt wieder abgeben, habe ich eine Mail bekommen in YouTube von jemandem, der mich darauf hingewiesen hat, auf einen Raptor-Account. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Es wird geschrieben R-A-P-T-R, also Raptor oder Raptor oder wie auch immer es ausgesprochen wird, keine Ahnung. Das ist so eine App, die müsst ihr euch oder die könnt ihr euch installieren bei verschiedenen Spielen, unter anderem auch bei Rift. Ihr lasst diese App im Hintergrund laufen für ein paar Stunden, keine Ahnung, und dafür bekommt ihr Spielzeit und die Erweiterung kostenlos geschenkt. Das geht auch bei anderen Spielen und bei vielen Spielen bekommt man eben einen Bonus. Das Ganze ist auch legal, also man sieht es auf der Drion Homepage. Drion ist ja der Entwickler von Rift. Ich werde das mal unter dieser Folge verlinken. Schaut euch das einfach mal an. Ich brauche es jetzt nicht, ich habe die Erweiterung schon, ich habe auch ein Jahresabo abgeschlossen. Von daher bringt das mir momentan nicht so viel. Aber ihr könnt ja das mal testen. Ich wollte euch nur mal darauf hinweisen, den Link findet ihr, wie gesagt, unter diesem Video direkt. Und da könnt ihr euch kostenlos die Erweiterung schnappen. So, Hartikan. Ah, gut, dass ihr da seid. Gut, der hat wieder was Neues für uns. Hartikan möchte, dass ihr nach Dreienquell geht. Ach so, was ganz Neues. Alyn Pinienast wartet dort auf euch. So ein schöner Name, Pinienast. So, die muss da vorne irgendwo sein. Genau, einfach hier ein Stück weiterlaufen. Und ich glaube, so langsam aber sicher wird es auch wieder dunkel hier. Wir hatten heute mal diese außergewöhnliche Ehre, im Hellen zu spielen. So, da vorne geht's weiter. Ich grüße euch. Du grüßt uns. So, Alyn Pinienast möchte, dass ihr verkommene Sumpflinge bei Kirnas Laube westlich von Dreienquell niedermacht. Niedermacht klingt immer gut. Gute Reise. Gute Reise. Aber der hat auch was. Wie heißt der? Bastion Pembrook. Seid herzlich willkommen. Bastion Pembrook möchte, dass ihr vor Kirnas Laube westlich von Dreienquell Göttinnenblütenblätter besorgt. Okay. Wir müssen also immer noch hier zu diesem Ort, also bei diesem Ort bleiben, bei Dreienquell. Super schöne Stadt übrigens. Und wir müssen mal gucken, wo muss ich denn jetzt hin? Okay, diesmal müssen wir in diese Richtung. Jetzt haben wir hier zwei Stück. Also da gibt es diese Sumpflinge und da gibt es auch Sumpflinge. Auf jeden Fall müssen wir da hin. Okay, es ist interessant. Ich glaube aber, da waren wir noch nicht. Komm, wir gehen mal hier auf diesen Hügel rauf. Ja, in dieser Richtung waren wir noch gar nicht, ne? Wenn ich mich da nicht irre. Vielleicht bin ich auch mal wieder ein bisschen bescheuert, aber wir gehen da einfach jetzt mal hin. Was haben wir denn hier überhaupt Geiles? Was stellt das denn da? Kirnas Laube. Ach, das ist Kirnas Laube, okay. Und was gibt es hier Schönes? Heiler. Hallo. Seele heilen. Genau, wir wollten uns schon lange mal wieder heilen. 8 Gold will er dafür haben, oder sie. Friede geleite euch. Sehr schön. Und damit sind wir auch wieder bei 100%. Das ist doch cool. So, die brauchen wir, diese kleinen, miesen Kerlchen. Level 37, okay, die sind also schon eine Nummer härter. Der ist auch 37, komm, wir hauen da einfach mal drauf. So, der kriegt natürlich wieder einen Zunderstoß zu Beginn.
Aber ich sehe schon, der hat uns auch nicht viel entgegenzusetzen. Macht auch kaum Schaden. Und da ist der erste auch schon verstorben. 16 Stück brauchen wir davon. Das ist eine ganz schöne Menge. Das sind immer so kleine Quests. Ich hätte gerne mal was Gescheites. So, ich schaue mir das nochmal so ein bisschen an hier. Da vorne, wir waren doch da vorne schon, oder? Wir sind doch da irgendwie in den Wald reingelaufen, oder nicht? Komm, wir schauen nochmal auf die Karte. Natürlich waren wir hier in dem Wald schon. Was erzähle ich denn? Ich grühe ja schon wieder völlig durch. Weil dieses Häuschen da hinten, das kam mir so bekannt vor. Aber okay, da ist sogar ein anderer Spieler, der kloppt die auch gerade. Nalyna vom Team Blackout. Okay, Freunde, ich würde vorschlagen, ich mache hier mal eine kleine Pause. Ich würde mich jetzt mal hinsetzen, aber ich kann mich hier nicht hinsetzen. Schade. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann mit einem neuen Headset. Und wie gesagt, denkt an dieses Programm Raptor oder wie auch immer man das ausspricht. Ich werde es verlinken. Schaut es mal rein, wenn ihr selbst Rift spielt. Wenn ihr die Erweiterung noch nicht habt, könnt ihr sie vielleicht kostenlos abstauben. Also macht's gut, bis dann.